Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal alle bekannten Informationen bzw. auch alle Theorien zeigen, die zu einem kommenden Live-Event bekannt sind. Und natürlich werde ich euch dann auch noch meine eigenen Theorien erklären, was ich so denke, was das Live-Event sein wird und vielleicht auch Theorien dann zur Season 2 aufstellen. Bisher kamen ja nur sehr, sehr wenig Sachen in den Game-Files, wo man auf ein Live-Event schließen konnte. Und auch von der Map her ließ sich nicht wirklich viel erschließen. Und jetzt mit dem Update, das ja gestern rauskam, das Update 11.5, kam auch ein paar Sachen wenigstens rein, die vielleicht auf ein Live-Event schließen könnten. Ich werde euch, wie gesagt, jetzt alle Informationen dazu liefern. Ihr könnt natürlich gerne ein Abo dalassen, wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr hier verpassen wollt. Außerdem bewertet und teilt natürlich gerne dieses Video und schaut auch natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst dort ein Follow da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich heute noch streamen werde, wenn aber eher kürzer. Und ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung zu den Theorien in die Kommentare schreiben und natürlich auch eure eigenen Theorien reinschreiben. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Leak. Der erste Leak handelt von einer Soundfile, die jetzt in den Gamefiles ist. Die ist ja weird. Ich werde die jetzt mal abspielen. Ich hoffe, man kann sie hören. Lässt sich jetzt nicht so eindeutig irgendwie sagen, dass es eine Raketenstart oder so ist, sondern irgendwelche weirden Soundfiles. Das Ganze heißt Agent Meow Skills. Also Agent, ja, Meow Skills. Irgendetwas mit einer Katze anscheinend. So ein Katzenschnurren ist das im Hintergrund mit so einer ganz ruhigen Musik. Erinnert so ein bisschen an das Live-Event bei Loot Lake, wo dann diese paradiesische Insel im Prinzip unten reingekommen ist, wo dann auch erst so eine ganz entspannte Musik war. Es klingt so richtig verträumt. Vielleicht kennt es ja noch der eine oder andere aus Season 4, wo es so ganz viel mit Spektrogrammen gab zu den ganzen Raketen-Soundfiles, wo man auch, glaube ich, einen Loser-Dance irgendwie erkennen konnte in den Spektrogrammen. Und jetzt eben halt wieder ein Spektrogramm dazugekommen. Das Ganze werde ich euch jetzt mal zeigen. Das sieht nämlich so aus. Hier sehen wir einmal so eine Katze, ich denke mal, sollte man eigentlich ganz gut hier erkennen können. Sogar zwei Augen, also sehr detailliert, wird nicht aus Versehen sein. Und dann ist daneben eben halt so ein Fisch. Sieht nicht aus wie ein Skelett oder so. Ich glaube, es soll einfach nur so eine leichte Schattierung im Prinzip sein. Aber man sieht, dass hinter dem Ganzen auch ein richtiges Bild steckt, was man daraus lesen kann. Das Ganze heißt ja auch Agent Meow Skills. Das heißt, irgendwas mit einer Katze wird es auf jeden Fall zu tun haben. Hier sehen wir auch Katzen, also passt das Ganze schon mal zusammen. Allerdings lässt sich trotzdem nicht wirklich gut irgendetwas erkennen, was das Ganze bedeuten soll. Ich meine, Katze und ein Fisch, irgendein Zusammenhang, lässt sich da eher schwierig erschließen. Allerdings gibt es eine Definition von Catfish. Das ist nämlich ein richtiger Begriff, könnt ihr auch bei Google suchen. Und Catfish ist eine Bezeichnung einer Person, die sich im Internet für etwas anderes ausgibt, als diese Person eigentlich ist. Wenn man zum Beispiel auf einer Dating-Website sich als imaginäre Person als richtige Person ausgibt, die man aber selber eigentlich nicht ist, um dann sozusagen irgendwas zu baiten, am Ende geht es meistens darum, um Geld abzuziehen, eben halt so etwas. Und das Ganze hat vielleicht einen deutlich eheren Hintergrund als jetzt als die reine Katze und der reine Fisch. Und dafür werden wir uns jetzt mal das nächste Bild anschauen. Das sind nämlich weitere Bilder von Gamefiles, die jetzt reingekommen sind. Und das ist zu goldenen Gegenständen. Allerdings ist da noch etwas Besonderes dran, denn die Gegenstände werden an einem bestimmten Ort kommen und wie ihr es vielleicht auch schon gesehen habt, bin ich ja hier bei Oak Island gelandet. Das hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund. Und zwar gibt es eine geupdatete Version in den Gamefiles noch von diesem Häuserkomplex
obwohl natürlich jetzt hier direkt nichts geupdatet wurde. Und jetzt ist eben halt auch noch aus weiteren Game-Files die Theorie bzw. der Leak gekommen, dass sich hier drin ein paar Sachen verändern. Ich meine, hier findet man ja alles, wie zum Beispiel den Fernseher, den man gesehen hat. Und dazu werde ich euch jetzt einmal einen Clip zeigen, ein Video. So, das Video sieht jetzt hier so aus, ist zwar in relativ schlechter Qualität, ich denke mal, man sollte es trotzdem erkennen können. Das Ganze ist von Fortory und der hat im Prinzip die Stage 5 geleakt. Und hier sieht man eben mal diese Gold-Items, diese goldenen Gegenstände. Und die kann man auch nicht abbauen. Und das Ganze wird eben halt in mindestens 5 Stages eingeteilt, ähnlich schon wie beim Star Wars Live-Event. Und dann wird es eben halt mit jeder Stage immer weitergehen, immer mehr wird vergoldet. Am Anfang werden es wahrscheinlich nur ein paar wenige Gegenstände sein und dann wird es eben halt immer mehr. Die ganzen Stages sind auch schon in den Game-Files und heißen irgendwie ein Gold Stage 1, Gold Stage 2. Und das ist eben halt alles in den Event, in dem Event-Ordner von Fortnite, weshalb man auch weiß, dass es irgendetwas mit dem Event zu tun hat. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall, dass zum Beispiel die Couch da replaced wurde durch den goldenen Gegenstand. Ruckelt leider auch ein bisschen der Clip. Ah, hier sehen wir auch Stühle, Aktenkoffer und also etwas. Eigentlich ist so ziemlich jeder Gegenstand oder fast viele Gegenstände sind auf jeden Fall eingefärbt. Hier zum Beispiel auch der Fernseher rechts und das Sofa links. Und dann ist auch nochmal in der Toilette solche Akten auf der vergoldeten Toilette. Und die Akten sind auch nochmal extra irgendwo in den Game-Files. Das Bild konnte ich dazu jetzt leider nicht finden, aber ich denke, man sollte es trotzdem eigentlich ganz in Ordnung sehen können. Das sind jetzt so ein paar Anzeichen auf dem Live-Event und wir hatten ja auch noch in den Game-Files, glaube ich, aus der letzten Woche oder so, diesen Skin hier, was irgendein goldener Skin ist, so ein bisschen königmäßig. Und es gibt ja eben halt in der griechischen Mythologie ein König und der hatte immer, der war sehr, sehr goldgierig, glaube ich. Und irgendwann war die Gier eben halt so groß, dass ein Fluch auf ihn gelegt wurde und er hat dann eben halt alles, was er berührt hat, wurde dann zu Gold. So sieht er aus der griechischen Mythologie. Das Ganze ist eben halt so ein bisschen schon ja, es passt einfach sehr gut zusammen. Der König, der jetzt komplett golden ist in den Game-Files mit dieser Theorie zusammen und den vergoldeten Gegenständen. Und wenn man sich jetzt mal das Ganze in-game anschaut und sich jetzt mal überlegt, so irgendein König, der Uroskin heißt er, glaube ich, oder Oberskin, läuft jetzt hier durch und alles, was er eben halt berührt, wie zum Beispiel diesen Globus hier, das Sofa, das wird dann alles zu Gold und das sind eben halt so die Stages, die aufsteigen, könnte zu irgendeinem Live-Event hinführen. Das kann natürlich so dass der Anfang eines Live-Events sein. Weitere Infos, was damit dann passieren soll, weil es letztendlich ja eigentlich nichts wirklich Spannendes ist. Ein paar Items werden vergoldet und wir bekommen eben halt einen Skin dazu. Ist eben halt nichts wirklich Besonderes. Aber was jetzt meine Theorie dazu war, passend mit diesem Catfish, dass dieses Goldene irgendwie auch als Köder ist. Ich meine, es liegt ziemlich auf der Mitte der Karte. Und wir haben ja dieses EGO versus Alter Ego Set. Und mit auch diesen ganzen EGO Außenposten. Und was ist, wenn jetzt dieser EGO, also die guten Skins, versuchen die bösen, die alten Egos irgendwo hinzulocken, damit die das im Prinzip, damit die keinen Schaden anrichten. Und wenn die das so als Köder benutzen, diesen alten König im Prinzip wieder zum Leben erweckt haben und dann hier eben mal das Ganze so goldgierig haben wollen, weil die alter Ego
ich meine, so das innere Ego will natürlich auch immer Geldgier und so. Könnte etwas miteinander zu tun haben, und wenn dann vielleicht am Ende hier tatsächlich nicht nur die ganzen Möbel innen drin vergoldet werden, sondern die ganzen Häuser hier komplett golden werden, wäre es schon relativ cool. Was dann allerdings passiert, habe ich gar keine Ahnung mehr. Da ist es dann reine Spekulation und das hat dann auch eigentlich kein Zusammenhang mehr mit dem Restlichen. Deshalb bis dahin erstmal so das, was man vielleicht noch sich so denken kann. Das waren jetzt erstmal so die Informationen zu diesem Live-Event. Wenn irgendwann nochmal weitere Informationen zu diesem Live-Event kommen sollten und vielleicht noch kleinere Updates hier kommen, die erste Stage beginnt oder so, werde ich natürlich direkt ein Video raushasseln und euch zeigen, was da passiert ist und natürlich vielleicht auch noch weitere Theorien euch erklären. Das war es jetzt allerdings eben halt erstmal zu diesen Informationen. Neben denen gibt es allerdings auch noch einen kleinen Blogpost von Epic Games, der handelt allerdings von einem ganz anderen Thema und zwar dem Harlequin Skin, der morgen in den Shop kommen wird, glaube ich, genau ab dem 6. Februar. Nee, der kommt sogar heute um 23 Uhr. Das heißt nicht für normalerweise um 1 Uhr. Und jetzt kommt der Skin eben halt schon um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das heißt, ihr könnt ihn euch sogar heute Abend noch kaufen. Dann wird eben halt in den Shop der Harlequin Skin kommen mit den Spitzhacken Harley Hitter und Punchline. Und noch Herausforderungen, um eben halt den zweiten Stil freizuschalten. Wieder zu weit gescrollt. Und dann bekommt man eben halt den ganzen Skin oder kann ihn bekommen bis zum 17. Februar. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Skin. Dann wird endlich mal wieder ein nicerer Skin, nicht so dieses klassische. Die letzten Skins waren eben halt alle sehr ähnlich, weil sie alle zum gleichen Thema passen müssen. Wir haben ja noch keine neue Season mit irgendeinem neuen Thema. Und deshalb freue ich mich natürlich auch schon darauf. Allerdings war es das jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.